So gemütlich, dass die Kandidaten sogar die Zeit fanden, ihren Aufenthaltsraum auf Vordermann zu bringen. Da das Wohnzimmer nicht sehr toll ausschaut, mit den ganzen weißen Wänden, versuchen wir es ein bisschen lustig zu gestalten, Farbe reinzubringen und dann wird es hoffentlich ein bisschen angenehmer und da fühlen wir uns, glaube ich, alle mehr wohl. Ich wollte nur, dass was weitergeht, weil ich mir was vorgestellt habe drunter und ich wollte einfach, hey, wir haben nicht viel Zeit und ich wollte die Zeit nutzen, dass wir wirklich nachher sagen können, geil, und jetzt fühle ich mich wohl. Das Wohnzimmer ist sehr cool, das hat mir vorher auch schon gefallen, das hat mir jetzt gefallen. Es ist einfach eine lauernde Atmosphäre dort. Wohlfühlen ist für mich gleichgesetzt mit Faulenzen, also von daher brauche ich nicht viel dazu. Durch das, dass man das Kandidatenwohnzimmer jetzt so aufmöbeln, ich glaube schon, dass das uns sehr viel helfen wird, weil das ist jetzt ein Teil von uns, in was wir da einstecken und durch das wird es nur ein Stück gemütlicher, denke ich mir. Doch trotz der Freude über das frisch renovierte Wohnzimmer ist diese Woche deutlich zu spüren, dass die Stimmung ein wenig gedämpft ist. Es fehlt jemand. Nathalie ist aufgrund einer Nierenbeckenentzündung im Krankenhaus. Na blöd. Ich habe eigentlich von Anfang an geschaut, dass ich gesund bleibe und es kann an jeden erwischen, wie man sieht. Also ich hoffe, dass es wieder wird. Also ausschauen tut es nicht so gut, laut Arzt. Montagmittag war es dann traurige Gewissheit. Für Nathalie ist Armenia bereits jetzt aufgrund ihrer Erkrankung zu Ende. Ich finde es schade irgendwie um die Nathalie, weil ich habe sie so gern gehabt und ich weiß, dass sie das unbedingt wollt. Und wäre ich in ihrer Situation, ich würde mir nur einen Arsch beißen deswegen. Und es tut mir irgendwie leid, weil wir sind jetzt doch schon immerhin 4 Wochen. Generell alles der Minex beisammen und wenn jetzt auf einmal wer neuer dazukommt, wird das eine komische Situation werden. Eine Situation, die für die neue Kandidatin mindestens so schwierig ist, wie für die bereits zusammengeschweißten Starmaniacs. Lois hat es beim Casting nur knapp nicht in die Sendung geschafft, nun tritt sie an den Platz von Nathalie. Das ist die Lois. Hallo. Sie bekam gestern den Anruf und ist somit eure neue Kollegin. Lala, ihr dürft euch freuen. Der erste Eindruck war jetzt okay. Würde ich jetzt nicht gleich von Anfang an sagen, sicher beste Freundin, das weiß ich nicht. Ich sage jetzt gar nichts, weil ich kenne sie überhaupt nicht. Könnt sie auch nicht irgendwie, ich will sie auch nicht in irgendeine Kategorie stecken, weil jeder hat eine Chance verdient. Was erwartet? Also ich nehme das eigentlich ganz locker entgegen, dass ich jetzt hinzugekommen bin. Kann für mich nur von Vorteil sein und die sind mir ziemlich wohlgesinnt. Ich kenne ein paar von denen und ich fühle mich da schnell in einer Gruppe rein. Für mich ist das kein Problem. Natürlich ist es jetzt irgendwie eine komische Situation für uns alle, weil wir müssen uns jetzt an sie gewöhnen und sie muss sich an uns gewöhnen. Aber ich glaube, das ist eigentlich alles ganz super überlaufen wird. Also zunächst mal vielleicht ganz, ganz liebe Genesungswünsche an Nathalie, die jetzt noch im Spital ist. Und ja, aufgrund dieser Nierenbeckenentzündung eben ausgeschieden ist. Ich hoffe, du kommst uns mal besuchen, wenn es dir wieder besser geht. Und wir hoffen natürlich, dass das ziemlich schnell über die Bühne geht. Aber man hatte schon den Eindruck, das war für euch irgendwie schon ein einschneidendes Erlebnis, dass Nathalie ausgeschieden ist. Habt ihr gemerkt, einfach, ihr habt eine gewisse Gruppendynamik und plötzlich hat da halt wirklich ein wichtiger Teil gefehlt. Ja, also das ist natürlich uns allen ziemlich nahe gegangen. Und mir irgendwie vor allem, weil ich habe mich mit der Dagmar super verstanden, die ist gleich gegangen. Die Birgit ist jetzt 3 Wochen nicht bei mir. Und jetzt geht die Nathalie, mit der ich mich auch super verstanden habe. Und dann war das natürlich die volle Watschen, was wir da gekriegt haben irgendwie. Ja, aber dafür gab es ja, oder gibt es ja eine Ersatzkandidatin, die Lois. Aber vielleicht, wenn du mal das Mikrofon weitergibst an Radina. Wir haben gerade gesehen, dein erster Eindruck oder wie du das erste Mal überläufst, muss man auch mal ein großes Kompliment aussprechen. Die ist wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Innerhalb von 24 Stunden hast du dein Leben ja komplett umgekrempelt. Ich glaube, Montag warst du noch am Arbeitsplatz, am Dienstag plötzlich dann bei Starmenia. Heute ist Freitag, Live-Sendung, Live-Performance. Der erste Solo-Auftritt jetzt gleich auf der Bühne läuft. Bist du bereit? Ja. Gut. Dann raus mit dir auf die Bühne. Toi, toi, toi. Ja, und das ist das erste Mal, dass ich sie ankündige mit Startnummer 06, Lois.